Bei den Göttern! Oh je. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Cool. Mal sehen, wohin er führt. Ja. Bist du Theseus? Nee, ne? Oh, hier gibt's sogar was zu holen. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ja, danke schön. Also, das Spiel ist schon Sahne, muss ich sagen. Muss ich wirklich sagen. Tot, oder? Ja. Ich hab's mir gedacht. Kultistenhinweis. Ja, wir mussten mal wieder ein bisschen sterben. Ist doch kein Thema. Dann machen wir das nochmal kurz fix hier. Ach nee. Wir können da nochmal runter. Ja. Und wieder ganz knapp am Rand. Josch. Dann gehen wir nochmal fix rein. Das ist nicht minoisch. Was ist das? Ja. Unglaublich. Er ist echt. Wir haben es ja jetzt schon einmal gesehen. Eigentlich könnte ich natürlich... Ja. Könnte ich das komplett rausschneiden, sodass er den Tod gar nicht erst sehen müsste. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Aber mach mal nicht. Mal sehen, wohin er führt. Ja, da gucken wir mal. Na, wir gucken da mal. Also die Ränder sind gefährlich. Nicht hinabspringen. Ne, hier zum Beispiel. Nein, machen wir nicht. Wir müssen... hier muss ich rüber. Das war eine Kreatur des Zorns. Aber der Faden... Wo geht denn der Faden hin? Der endet hier? Na gut, dann endet er hier. Ach, da geht er weiter. Okay. Ja... Weizenkörner sind wichtig. Okay, da drüben. Ah, kann ich hier hoch? Nee. Oh, ich würde das gerne so ein bisschen erkunden. Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. Hier, ich würde gern hier... Hier, da würde ich gern hinspringen. Oh, da springe ich trotzdem mal hin. Komm her, die Fackel. Ihr seht es zwar nicht... sehr goldener Fadenmäßig aus. Aber labyrinthisch. Oh, hier sieht es wieder sehr gefährlich aus. Halt, hier waren wir schon, hier lang. Ja. Oh, Labyrinth fetzt. Doch, hier hoch komme ich. Oh ja, Schatz, hallo. Aber ich glaube nicht, dass hier... Hier sind... Ne. Hier sind die Totenschädel. Da sterbe ich, da sterbe ich. Also es ging jetzt wirklich nur um den Schatz. Dann nochmal zurück. Aber wir haben den Schatz. Das hier war ich schon mal. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht mehr links. Na, ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Ah, ich bin mir nicht so sicher. Ich gehe erstmal hier lang. Und dann gehe ich... Nee, hier sieht es auch wieder sehr gefährlich aus. Oh, hier.
Ja, ja, hier waren wir. Genau. Okay. Ja. Komm ich da hoch vielleicht? Halt, da war was. Fackel? Nee, nicht Fackel aufheben. Mist. Ja. Schwierig jetzt. Hier sind Totenschädel. Hier ist auf jeden Fall tot. Da wartet der Tod auf mich. Ja, aber hier gehen wir jetzt wieder zurück. Oder? Ja, ich glaube, hier gehen wir wieder zurück. Hey, hier laufen wir im Kreis. Da drüben. Erkunde das Labyrinth. Na klasse. Aber der Faden hilft mir nicht. Ja. Hier, sind wir schon wieder hier. Der hilft mir nicht. Oh, hier waren wir noch nicht. Hier ist wieder Abgrund. Was ist denn hier? Nichts. Kommen wir hier hoch? Nee, wir kommen hier nirgendwo hoch. Oh, das ist ein richtiges Labyrinth, glaube ich. Ja, Faden ist toll, aber... bringt mich... bringt mich, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, wir laufen jetzt wieder... Hä? Ich glaube, wir laufen jetzt wieder... Ja, jetzt sind wir wieder hier. Lustig. Lustig. Tral... Na, dass das hier nirgendwo hochgeht, ne? Es ist wirklich ein schickes... hier sind wir. Ein schickes Labyrinth. Wir gehen nochmal darüber. Da war irgendwo eine Stelle, wo keine Tod... Ja. Aber das glaubt nicht, dass das uns was bringt. Wir stürzen hier an den Tod, wenn wir darüber springen. Und hier gibt es auch keine... Ne, es war klar, hier gibt es keine Karte. Hier ist... Doch, da können wir rüber. Hier ist ein Totenschädel. Ja, aber da waren wir. Ja, hier war nur der Schatz. Guter Rat teuer. Ist. Junger Padawan. Aber hier sind keine Totenschädel. Ich spring da mal ran. Ja. Ich habe es mich getraut. Oh, aber hier ist doch nur wieder ein Schatz, oder? Komm, nimm. Hey, ich sehe... Hier sieht man überhaupt nichts. Das ist ja cool. Ah, okay. Aha. Oh Mann. Ey, er weiß überhaupt nicht, ist... Komme ich hier hoch? Aha. Cool, cool, cool. Aber da drüben ging es auch noch weiter, ne? Springen. Ja, Mist, hier rüber? Mann, wieso... Ah, gut. Nur Stick nach... Jetzt sind wir wieder hier. Das hat uns nicht viel weitergebracht jetzt. Aber zumindest wissen wir, dass wir an die
Ja, nee, ich gehe da nochmal zurück. Ich spring hier nochmal ran. Geh nochmal in diese Richtung, weil ich glaube, da war irgendwo noch so eine Stelle. Hier. Weiß ich nicht, ob die Stelle hier war. Ruhig. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ah, doch, hier. Hier waren wir noch nicht. Hier nicht. Uah. Schönes Labyrinth. Oh, das geht ein bisschen... Oh, da. Ah, noch ein Schatz. Mann. Wir hecheln uns von Schatz zu Schatz, aber... Ich weiß nicht, ob wir hier... Nee. Zwingend dem Minotaurus näher kommen. Ist schon mal cool. Und da... Oh, ja, hier. Oh, hier sieht's gut aus. Haben wir uns... Oh, schöner Abgrund, aber keine Totenköpfe da. Ja, spring ein bisschen, ja. Da ist was Goldenes. Na, oh, ich habe schon jetzt wieder Angst gekriegt. Ja. Der Minotaurus. Wir haben ihn. Aber er sah nicht so ganz fit aus irgendwie. Hatte ich den Eindruck. Und auf geht's. Ja, es geht auf. Komm, gleich nochmal. Drauf. Nochmal, los, hau. Ja. Au. Oh ja, Minotaurus. Wie sieht's aus? Ja, voll in den Rücken. Das war gut. Ah, das war nicht so gut. Aber er brennt gut. Oh ja, er brennt gut. Na, wo ist er? Er brennt richtig gut. Immer schön in den Rücken. Weg, weg, weg. Komm, weg mit dir. Brenne, mein Freund. Und brenne schön. Brennst du noch? Ja, bin ich. Ja, du kannst ruhig ein bisschen brennen. Und drauf. Und nochmal rauf. Ah, war vorbei leider. Das tat weh, ne? Na komm. Mit der Theseus-Rüstung scheine ich doch sehr gut geschützt zu sein. Aber das war wohl alles nur Vorgeplänkel, wa? Ich sollte mehr für das Erlegen mythischer Kreaturen verlangen. Ja. Nee, es hat wieder nicht funktioniert. Also diese Taktik scheint nicht so ganz aufzugehen. Komm. Feuer ist immer gut. Man muss nur treffen. Man musste nur treffen. Brenne, Freund. Brenne. Au. Aber ich krieg auch gar keine
gar kein Adrenalin mehr dazu. Mann, warum ist das nur so? Hm, cool, habe ich nochmal ein bisschen gestreichelt. Jetzt gab es einen Adrenalinpunkt dazu. Oh, das war gut. Au. Ah, jetzt. Und drauf, komm. Und noch weiter. Aua. Und nochmal drauf. Ja, das hat sich gelohnt. Ah, das ging vorbei. Ach, bisschen Zielwasser trinken hier. Was ist denn mit dir? Oh. Ich treffe nichts mehr. Mann. Warum treffe ich denn jetzt? Treffe ich noch mal was? Oh. Aber warum? Es wird schon die Theseus-Rüstung sein. Ja, Feuer ist gut. Ja, das hat sich wieder gelohnt. Mist, ich bin mit dem Ausweichen nicht ganz so clever. Jetzt ging's. Jetzt. Ja, nicht ganz so gut. Okay, dann machen wir jetzt nochmal den letzten. Hey. Mist, der hat unseren Angriff geblockt. Nee. So. Ich drück zwar blocken, also ich drück nicht blocken, sondern hier, dieser mit. Ja, ich komme nicht durch den durch. Mist. Mist. Da musste ich mich mal heilen. Ich fasse es nicht. Ich habe den Minotaurus getötet. Mutter wäre stolz auf mich. Mutter wäre stolz auf mich. Und was hast du denn Schönes für uns? Gib uns Stärke. Das Schwert. Der Minotaurus ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... Es tut mir leid. Tut mir leid, Ardos. Leid? Warum? Ardos, der Minotaurus war kein gewöhnliches Monster. Und Pater ist auch kein gewöhnlicher Mann. Er ist ein Held! Er war vielleicht dein Held, aber... Er muss noch leben. Finde ihn. Er ist tot, Ardos. Die Toten kommen nicht zurück. Aber für uns geht es weiter. Ich habe Angst, ihn zu vergessen. Ich will ihn aber nicht vergessen. Es tut mir leid. Oh ja, ich habe seinen Ring gefunden. Nimm das. Als Erinnerung an ihn. Hat das Ring? Hab Dank. Danke. Wir sollten von hier verschwinden. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldnerin. Ohne Pater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es gemeinsam heraus. Ardos. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldnerin. Hab Dank. Lass uns heimgehen, Ardos. Das klingt Schatz gut. Des Minotaurus. Labrys des Minotaurus. Und dein Amulett. Das klingt gut. Den gucken wir uns gleich mal an. Deine Ringsammlung.
hast sie also. Und die Aufzeichnungen. Er hat alles. Sie waren noch nicht fertig. Bei den Göttern. Du kannst nicht immer zu stehlen, Ardos. Aber ich kann es so gut. Und ich bestehle nur die, die es verdient haben. Ich hatte es nicht verdient. Du hast mich jahrelang ignoriert. Nun, ich... Du hast recht. Ich war nicht für dich da. Vielleicht hatte ich es verdient. Ganz genau, oder? Ganz zu schweigen von dem Gold. Was? Ardos! Aber du hast doch nichts von der Söldnerin gestohlen, oder? Ha! Wer kann das wissen? Der Ardos. Der Meisterdieb. Wir schauen als erstes diese tolle Waffe an, die der Minotaurus hatte. Mal sehen, ob die mehr kann als unsere. Das ist der Hammer des Hephaistos. Nein. Da. Labrys des Minotaurus. Diese Streitaxt richtet Übelstes bei jedem an, den sie mit ihren Schlägen trifft. Minus 1 Adrenalinkosten für Höchstleistungsfähigkeiten. Das klingt auf jeden Fall interessant, aber nichts gegen 50% Fähigkeit Ares Schlachtruf. Leider. Muss ich sagen. Was gab's denn noch? Der hatte noch irgendwas. Was hatte der noch, der Gute? Na, ich weiß es hier. Ach ne, die Amazonenarmschienen gab's woanders. Pilgerhandschuhe. Kampfhandschuhe der Unsterblichen. Nein. Ah, ich hab's mir nicht gemerkt. Egal. Dann gucken wir uns hier noch fix die... Hier, den Schatz des Minotaurus. Diese Kugel gehörte dem Minotaurus. Sie pulsiert vor Energie. Das tut sie. Ja, das lief erstaunlich interessant. Um es mal... Ne? Aber mit unserem Atlantis-Quest sind wir nicht weitergekommen. Und... Ja... Bringe die Artefakte. Das sind wir einfach nicht weitergekommen. Ah, ich wollte... Ah, das ärgert mich immer noch. Nee, ich will ja auf der Karte bleiben. Nee, dann müssen wir hier weitermachen. Wir befinden uns gerade hier unten. Ach, weißt du, wir gehen einfach mal hier rüber. Da werden wir schon was Ordentliches entdecken. Würde ich mal denken. Minotaurus Labyrinth war auf jeden Fall super. Hat mir Spaß gemacht. Wir gehen jetzt einfach mal darüber und entdecken neues Land. Einfach so. Und dann wird sich ein Weg eröffnen. Wir könnten ja mal nochmal lesen die Beschreibung zu den Atlantis. Na los! Ja, hallo! Warte mal, wir lesen das mal kurz. Quests, die Tore von Atlantis. Artefakte sollen wir sammeln. Ein Artefakt ist der Region Lesbos. Oh, jetzt haben wir ja 3 von 4, dann war das... Ah! Dann war der Minotaurus jetzt das dritte Artefakt. Los geht's. Alles klar. Na gut, dann... Machen wir trotzdem hier rüber. Weil wir wollen ja Messara ordentlich abschließen. Nicht wahr, Herr Kommissar? Auch wenn Sie anderer Meinung sind. Pefki, siehst du? Heimat der Helden. Haben wir entdeckt. Und da drüben ist schon die erste Festung. Da gehen wir gleich mal hin. Und werden uns mal umschauen. Da ist Holz. Da ist Holz. Habe ich mit meinem Adlerauge gesehen. Und was haben wir hier? Die Festung von Pefki. Okay, hier ist ein bisschen felsig.
Festung Latu. Haben wir entdeckt. Uah. Okay, dann. Vorsichtig. Niemand darf mich sehen. Ach, sag doch nicht. Mann, du wirst doch wohl die Mauer hier hochklettern. Ich halt's nicht. Ist schwierig, ne? Manchmal will sie einfach nicht. Da ist die so bockig. Los, zeig mal her. Oh ja. Okay. Hier gibt's auf jeden Fall... hier ist aber echt einiges los. Oh, hier ist richtig viel los. Okay, wir gucken erstmal uns da drüben etwas näher um. Was? Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich gar nicht. Was hat's weh? Hey. Mann, lass mich. In den Rücken. Einfach so in den Rücken. Ich wollte mir doch hier nur die... Oh, wir schleichen uns ganz sachte an. Hier so. Und dann machen wir es so. Ja, und dann haben wir ihn. Hey. Ah, wir hatten gedacht, wir hätten ihn, aber er hat uns. Sie sind uns auf der Spur. Ey, der hat mich gepiekst. Habt ihr das gesehen? Mann, du nervst mich. So. Was hast du nun davon? Du mit deinem Schild. Ja, du brennst. Nee, ihr seht mich nicht. Ah, ihr habt zum Glück kein Schild. Das kommt mir entgegen. Ey. Du mit deinen Dolchen, was soll denn das? Oh, da höre ich schon wieder. Hier, komm mal hier raus. Komm mal hier. Komm mal hierher, komm. Nee, du kannst nicht durch die Mauer schießen. So geht's. Und dann so. Hm, genau so, nicht anders. Und dann nochmal so. Und dann war's das mit dir. Ha? Weil nämlich wenige begegneten ihm und die, die es taten, erhaschten nur einen kurzen Blick auf ihn. Kodros, der Eigenbrötler, lebte in den Schatten der Gesellschaft, schlug heimlich gegen seine Ziele zu und verschwand wieder, noch ehe jemand seine Anwesenheit bemerkte. Ja, wir haben es ganz genau bemerkt. Aber richtig genau. Da ist der Nächste. Da. Oh, und der spielt mit seinem Gift. Mist, er spielt mit seinem Gift. Ja, wir müssen hier mal reinhauen. Ja, komm, Junge. Nicht wieder mit Gift spielen. Scheiße, ich brenne. Komm ran. Okay. Wir verstecken uns hier mal kurz. Kommt jemand? Ja, der mit seinem Gift wieder. Ja, komm, du brennst. Ja. Was, dass du denn der da hinten rumgiften, der Typ? Hä? Ja, kommt, Jungs. Hey. So sieht's nämlich aus. Ja, mit euch ist es ganz schnell vorbei. Ja, das tust du. Wer schießt denn? Oh,
Boah, voll die Söldner. Na Jungs? Mal gucken, ob... Ah, ein Glück steht noch. Es steht noch. Mist. Wer denn ich? Ihr seht mich gar nicht. Ihr seht mich nicht. Wer schießt denn da immer? Haha, hab ich gemerkt. Mann, der ist ja immer noch am Leben. Da haben wir einen Schatz übersehen. Geht so gar nicht. Gehen wir mal ein bisschen nach oben, komm. Schauen uns die Sache mal von hier oben an. Aber wollen wir hier mal... Nein, mach das aus, aus! Du solltest hier... Geht das nicht mehr? Hm, schade. Schade, schade. Oh, hier ist der Thron. Können wir uns da hinsetzen? Nein. Schade. Doppelt schade. Okay, dann auf zum nächsten. Zu den nächsten Vorräten. Die sind hier unten irgendwo. Ja. Ich muss erstmal fix die Vorräte holen. Wartet kurz. Mist. Oh, hat doch gebrannt. Ich muss hier mal raus. Ares ist doch gar nicht da. Ja, das hat sich nicht gelohnt. Wer bist du denn? Und tschüss. Wo denn? Hier, was machst du hier? Dem geht das alles gar nichts an. Er stand nur so rum und wollte mit seinem Bogen schwenken. Hat ihn alles nicht interessiert. Was werdet ihr? Vorsicht. Wo denn? Na gut. Ja. Was fehlt uns denn jetzt hier noch? Noch ein Schatz? Noch was? Drei Schätze noch? Wo denn? Ach, da. Ja. Das war Doppelschaden. Wir schauen uns nochmal um. Hier ist noch was. Genau vor unserer Nase. Okay, und der Rest ist da oben. Alles klar. Und noch was? Oh, da ist ein Aussichtspunkt. Hallo. Na, das gefällt mir ja gut. Okay. Und der Rest ist irgendwo hier oben. Ja, ich bin auf jeden Fall immer wachsam. Was denkst denn du? Ja, Leuchtfeuer, das juckt uns nicht.